Moin Moin und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Und zwar spielen wir wieder mal Wargroove und versuchen das Let's Play zu Ende zu bringen. Ja, wie man sieht, haben wir uns schon ein bisschen vorgekämpft. Hier gibt es noch, ja, hier die Mission haben wir ja schon geschafft. Können natürlich jetzt zurückgehen, da waren wir ja schon, ne? Könnten jetzt natürlich hier nach rechts gehen, die Mission machen. Was ist das hier oben denn? Eine Nebenmission. Lass uns doch die Nebenmission machen. Caesar streift allein durch den Wald und findet hilfsbedürftige Dorfbewohner. Gerechtigkeit, Freischnauze. Das klingt auch gut. Ja! Hilfe, Banditen! Her mit euren Wertsachen, dann tun wir euch auch keinem weh! Schnüffel, Schnüffel. Was haben wir denn hier? Huf. Zisch ab! Kann sich ein Bandit nicht mal unehrlich sein Brot verdienen, ohne von gepanzerten Viechern gejagt zu werden? Du machst mir keine Angst. Mir macht er schon Angst. Ja, mir auch. Hm. Schafft einfach diesen Dorfbewohner ins Lager und sperrt ihn ein, klar? Wuff. Komm, Caesar, du schaffst es. Zug 1. Ruf. Oha, der Kommandant hat uns zu einer verfallenen Festung geführt. Interessant, wir sollten uns hier einmal umsehen. Wow. Oh. Wie so ein kleiner Lassie, ne? Besiege alle Banditen. Okay. Das müssen wir nicht mal kaputt kriegen. Kann man es auch leichter kaputt bekommen? Keiner, der es stärker kaputt machen kann? So. Da ist nicht so gut. So. Also wir mit Pfeilen wegmachen, die Arschlöcher. Okay, Caesar kommt noch bis dahin. Na los. Oh, noch ein paar Hunde. Naja, die werden uns gegen uns ausrichten können. Nehmen wir noch einen. Aber nehmen wir den Pikanier mal nicht in die Nähe. Dann hat er ja seine, sozusagen, ist er ja stärker. Das wäre dann sein Spezialangriff, beziehungsweise sein, ja, Spezialangriff. Nein. Caesar. Okay. Banditen. Ja, Hund gegen Hund. Okay. Das schaut ja nicht so gut aus. Au. Oh, das war's mit unseren Ködern. Schade, schade. Okay, jetzt Nebenmission. Hoffe ich, dass wir trotzdem irgendwie weiterkommen. Ohne dass wir, also selbst wenn wir die Leute jetzt verlieren hier. Was macht der Hund denn da? Wie geil ist das denn? Wie lässig ist das denn? So, hier kommen wir nicht weiter. Aber wir könnten mit ihm hier noch ein paar Leute aus dem Weg räumen. Und zwar erstmal die hier. Damit wir da wieder durchkommen. Pfeile! Sehr gut. Oh. So, dann können wir mit denen nämlich auch da rein. Mal kurz überlegen, was da am meisten Sinn macht. Pass mal auf. Lieber mit dem Hund. Ah, brauchen wir nicht mal angucken. Zack, wir springen da kurz. Und jetzt könnten wir doch, glaube ich. Wenn der da wartet. Und mit ihm vielleicht hier angreifen. Ja. Perfekt. So. Okay. Man hätte es wahrscheinlich auch schaffen können, ohne jemanden zu verlieren. Aber so ist das. Ah, guck an. So. Ah,
Ah, ist ein Pekinier, der kann natürlich ganz gut zuschlagen gleich. Hoffen wir mal, dass er es nicht macht. Ah, gleich mein Hund. Scheiße. Hätte man anders angehen sollen, glaube ich. Weil die natürlich echt gut Energie verlieren hier bei den Hunden. Ärgerlich. Aber naja, so ist das. Können gerne. Hunde sind auch weg. Okay. Da sitzt noch so ein Hiopai. Das ist geil, dass der Hund nach hinten geht und einfach gar nichts macht. Das ist einfach nur ein dummer Köder. Okay. Wahrscheinlich wieder dran, weil wir keine anderen Leute gefunden haben hier. Machen wir hier doch mal auf. So. Wuhu, haben wir ein paar Bauern befreit. Gefangene! Aru! Kommandant Caesar hat sie inspiriert, für uns zu kämpfen! Ja? Und das ist natürlich gut. Wuff, wuff. Caesar ist immer noch ganz aufgeregt. Hier müssen noch mehr Gefangene sein, die unsere Hilfe brauchen. Ja, das kann sein. Also in diese Richtung gehen wir. Da, der erste. Aber ich komme ihn noch nicht daneben, ne? Scheiße. Naja, ist denn so? Mal auch rauszuholen hier. Dahin. Gut, ich glaube, hört man da auch behaupten, oben links sind noch mehr. Oh. Scheiße. Naja, ich würde sagen, behaupten, oben links sind noch mehr Gefangene. Vielleicht können wir die noch rausholen. Wäre ja nicht verkehrt. Weiß natürlich nicht. Ja, also Quatsch ist. Oh. Der erste Stich ist nicht mehr der wichtigste. Den haben wir versemmelt. So. Caesar, du glühst ja. Wow. Oh, bestimmt ist sein Groove voll aufgeladen. Er sieht so inspirierend aus. Buchstäblich, Caesars Groove inspiriert benachbarte Einheiten, die schon dran waren, nochmal zu ziehen. Okay. Das ist ja cool. Okay, müssen wir natürlich erstmal so machen. Das ist natürlich ganz geil. Natürlich ordentlich rein da, ne? Aber ich hab eine Idee. Inspiration. Okay, die beiden dürfte ich nochmal, dann machen wir das auch. Inspiration! Dürfen die nochmal ziehen? Ich find's geil. Wenn ich da ein bisschen platt machen. Also nicht so viel, aber ein bisschen schneller. Ah, guck mal, über die Hälfte. Über die Hälfte. Oh, schon ein paar weg. Oh nein. Dumm, wenn unten auch welche sitzen. Dann haben die natürlich gleich ein bisschen mehr Power gegen uns. Oh. Ja, okay. Berauschend, aber. Naja. Der ist weg. Pfeile. Shit. Okay. Jetzt können wir mal gucken, wie wir das hier am besten machen. Weg.
dann. Dann will ich dahin. Und dich. Gehst. Und greifst da an. Ein bisschen. Nicht so geil, aber. Da kann man schon ordentlich was Schaden machen. Oh, guck es an. Gar keine Abwehr, kann ich die. So, du kommst nach vorne. Okay, und mit dem Hund können wir auch mal vorziehen und ihn hier wegmachen. So. Was jetzt macht der Hund? Da legt er sich mal wieder hin. Okay, ah, klar, dass er nie angreift. Hätte ich auch immer. Oh. Wehrt sich. So. Und nicht. So, mach mal auf. Scheiße. Geht noch ein bisschen was, aber es macht auch nichts. Kurz mal weg. Nimm dich mal Fujikato, würde ich sagen. Zack. Guter, braver Cäsar. Ich glaube, den lassen wir mal stehen, in nur ihn nach vorne. Natürlich ihn hier hinten. Obwohl, da kann ich gleich mal dagegen ballern schon mal. Oh, zwar noch ein bisschen. Diese Tür führt vermutlich in die Haupthalle. Genau. Und wer weiß, was uns dort erwartet. Es wäre wahrscheinlich besser, erst alle Gefangenen zu befreien, bevor wir dort hineingehen. Ja, okay, dann befreien wir erstmal die Gefangenen. Habt ihr recht, hast ja recht. Gut. Oh, kommt ein scheiß Köder angelaufen. Verdammt. Oh nein. Ärgerlich. Ärgerlich. Wir verlieren fast immer alle bei jedem. Na egal. Ja, mit ihm können wir das wahrscheinlich nicht aufmachen. Gehen wir nochmal hier hin. Dann können wir kurz mal wegjagen. Mit ein paar Pfeilen. Fang das Stöckchen. Na komm, fang es. Oh. Der Stern. Gut, so. Dann kann man das Ding hier auch machen. Nein, immer noch nicht. Shit. Gut. So, machen wir die Hunde weg. Ach, das ist auch nicht so. Na, aber klar, dass deiner ist. Habe ich auch nicht anders erwartet. So. Ihn hier. Dann holen wir jetzt mal lieber ran. Damit er auch gleich noch ein bisschen kämpfen kann. Mal davor. Zack. So. Soll er auch mich angreifen? Stimmt nicht. Der Cäsar hält schon einiges aus. Hoffe ich zumindest. Ja. Jetzt müssen wir uns aber aufkriegen da. Und noch mehr Gefangene? Wow, 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 großartig. Wir haben noch mehr Gefangene befreit und sie sind bereit zu kämpfen. Perfekt. Wuff, wuff, wuff. Es scheint noch mehr Gefangene in der Festung zu geben. Wir müssen sie finden. Ja, aber die werden wahrscheinlich unten so irgendwo sein. Wegmachen da. Kriegen wir hin. Zack. Okay. Sehr gut. So, mal gucken, wie wir es hier machen. Dann. Raus. Auch raus. Du kannst wahrscheinlich gar nicht mehr so weit gehen, aber du kannst schon mal hinterher tapern. So, ich nehme auch noch mit. Dann bin ich ganz ins vorderste Front. Du kannst mal wegen so einer Art Schießbodenfigur sein. Gleich gekillt wird, das stört mich nicht. Zumindest weiß ich, was da gerade ist. Verdammt. Okay. Mal gleich wegbeißen, oder? Vielleicht so ist es mal besser.
noch drei. Nicht, aber wir können mit dem Pfeil nochmal nachschießen. Korrekt. Da sind wir ganz hin. Na gut. Auch egal, zurückkommt, zurückschlagen können sie ja nicht. Deswegen ist uns das auch Schnuppe. Oh, oder hier, den nehmen wir mal mit dem. Der kann nicht so weit laufen, der alte Hyopai. So. Und die stellen wir noch daneben. Gut, das kann natürlich sein, dass ein Hund gleich kommt. Dann ist es so, wir beenden mal den Zug. Ja, war klar. Bogenschützen, ärgerlich. Nicht recht viel. Und Köter, oh, verlieren wir noch mehr. Ah, okay, der ist uns. Der wär, hat uns auch nicht mehr so viel gebracht jetzt, ne? So, jetzt pass auf. Jetzt ist wohl mal die Hunde. Mal die Hunde weg oder hier hinten weg? Ja. Warte mal. Greifen den an, das ist natürlich schlecht. Hier hingehen. Und sage angreifen. Ja. Schließe ich hier hin, zu laufen, ne? Ja. Blöde Köter, ne? Weg. Zack. Und ich müsste eigentlich mit Caesar angreifen, damit wir ein bisschen eine Chance noch haben. Machen wir jetzt auch. Weil sonst würde der uns wahrscheinlich ein paar von unseren Leuten wegkillen und das ist natürlich sehr schlecht. Dann brauchen wir alle hier in der Festung, um da oben nachher ordentlich Rabatz zu machen. Und den anderen, Bogenschützen nehmen wir auch mit. Die sind ja sehr praktisch. Gerade aus der Ferne. Und ich fahr runter. Und ich geh mal hier hin. Gut, da links würden wieder irgendwelche. Na, guck mal, kommt einer. Aber links würde ich sagen, kommen noch, sind noch ein paar Gefangene. Na, die macht er jetzt leider weg. So. War kein Problem. Gut. Wups. Und weg damit. Na, können wir mit dem anderen durch die letzten noch wegschießen. Perfekt. Ah, Bogenschützen sind schon was Geiles, ne? Gerade so. Auch draußen, ne? Wenn man mit dem draußen spielt, ist es noch ziemlich cool. Mit dem Schloss, glaube ich, kann man gar nicht über die Wände schießen. Da warten wir kurz. Und dann Gegner kommen gleich, kann gut sein. Ist das halt so? Glaube zwar nicht. Ah, es kommt wahrscheinlich immer was. So, jetzt werden wahrscheinlich ein paar sterben von uns. Obwohl, das müsste eigentlich glimpflich ausgehen. Oh, ist doch schon mal auszuhalten. So, sind wir schon wieder dran? Yes. Okay. Also, beißen uns hier mal durch. Holen uns die Gefangenen. Wuff, wuff, aru! Das waren die letzten Gefangenen. Wir haben alle befreit. Yes. Jetzt können sie alle für uns kämpfen. Wuff, wuff, wow, wuff, wuff. Wir haben alle befreit. Jetzt sollten wir die Haupthalle betreten und uns um diese niederträchtigen Banditen kümmern. Dann machen wir. Wir können die Haupthalle auch hier durch. Hier, durch. Wie heißt das? Betreten. Was sehr gut ist. Dann machen wir den hier weg. So. Und. Da ist auch noch so ein Dings. Also da, wie weit kann er denn gehen? Also die beiden kann er auf jeden Fall angreifen, was sehr schlecht ist. Erst. Stellen wir ihn davor. Stellen wir hier davor. So, hier müssen wir raus. Mal hier. Ja, man bringt uns das gerade nicht viel. Er wird natürlich kommen und uns angreifen, aber dann ist das so. Hauptsache er kann nicht unsere Bogenschützen bekommen. Das wäre schlecht, die sind sehr cool. Zack, zurück. Ah, nicht so richtig viel zurückgeschlagen, aber.
Türe wahrscheinlich öffnen. Obwohl. Kann ich von hier? Und dann darauf schießen doch. Gut, jetzt muss er, lassen wir den Hund dagegen laufen. Dann macht er den Rest. Die Türen zur Haupthalle sind zerstört! Oh. Was ist denn nun los? Oh! Ein Hund? Wie kommt denn ein Hund hier rein? Sind Profis. So darf das doch nicht passieren. Wir können nicht einfach irgendwelche Tiere in unser Lager spazieren lassen. Ach, halt die Klappe, du Flohbeutel. Wuff, wuff. Das reicht. Alle zu mir. Helft mir, gegen diesen Hund zu kämpfen. Gut. Wie viele das jetzt sind, im Allgemeinen wissen wir nicht. Aber wir haben ihn, den wir als Tölpel da vorstellen können. Damit wir die nicht nachziehen lassen. So, wir haben noch drei Bogenschützen, was natürlich sehr cool ist. Und... Oh, das schickt mich hin. Los geht's. Ich bin gespannt. Oh, guck mal, da kommen sie schon. Ah! Ah, Leute, weg. Komm, oh, da kommt jetzt Cäsar ran. Da bin ich mal gespannt, wie viel die Schaden machen. Naja. So. Oh, da kommt noch ein. Oh, da kommen noch ein paar. Guck mal. Oh, das sind viele. Aber da können wir, glaube ich, viele. So. Den machen wir einmal platt. Vielleicht überspringen wir und sehen, ob das klappt. Und jetzt. Oh, mach doch ruhig. Greif mal ruhig an. War nicht viel. Dann Schaden machen wir. Aber. Bin ich ganz tot. Jetzt stehen wir auch davor. Gut. Und jetzt können wir. Sehr gut. Wir müssen klein machen. Ja. Sehr gut. Können wir ihm auch noch ein? Nee. Aber warten kann er schon mal. Gut. So. Weiter geht's. Gucken, was die jetzt machen. Banditen, die sind jetzt. Ja, die sind weg. Okay, okay. Werden sie natürlich unseren Hund angreifen. Aber den werden sie ja nicht kalt tun und werden die ja jetzt auch ein bisschen platt machen. Das kann natürlich mit 9 angreifen, was nicht schlecht ist, aber auch die sollten wir noch erledigen. Na gut. So, jetzt bin ich gespannt. Achtung. Ich weiß man den hier wieder zu unterbrechen, er erreichen kann. Er kann den platt machen, er kann den. Okay. Machen wir erstmal so. Gut. Den Rest dann. Nein, das ist auch da. Das muss gerne sein. Wir machen den Hund kalt. Beziehungsweise der Hund macht die kalt. Wir machen den Hund kalt, das wäre ein bisschen doof. So. Die Genere. Die auch platt machen. Und mit ihm hier. Auf den. Oh, warum rennt er nach vorne? Scheiße. Daran habe ich nicht gedacht. Ist der jetzt gleich platt? Wollen wir noch irgendwo dahin zum Schützen? Nein. Aber wir können reingehen. Ah, ist das nicht so toll. Aber wir werden natürlich unsere Dinger platt machen.
Was war die? Ups. Ein bisschen Schaden tun wir auch. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Okay, einmal warten. Nicht mal platt machen. Machen wir. Oder machen wir schießt. Wollen wir nicht? Und ihn mal hier mit rein so ein bisschen. Also wir haben noch nicht alle geschafft, man sieht. Es kommen noch ein paar. Wenn die nicht platt bekommen haben, finde ich mir schon merkwürdig, aber naja. Schieß. Wuff, wuff. Wuff. Wir hätten uns doch nicht mit so einem majestätischen Hund anlegen sollen. Vielen, vielen Dank. Du bist, ja Cäsar. Was machst du in dieser alten Festung? Oh, so ein braver Junge. Sieg. Jo, das war mal eine nette Partie. Oh, wir sogar ein A bekommen. Es wäre natürlich noch geiler, aber perfekt. Du kannst Cäsar jetzt in einem Arcade spielen. Super. Du hast weitere Infos zu Cäsar freigeschaltet. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch mal lustig, die Nebenmission zu gucken. Ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.